Ja, liebe Besucher, ich befinde mich hier im Foyer des Jüdischen Museums. Heute haben wir auch unser Comic Festival München eröffnet und schon vor einigen Tagen haben wir im Foyer hier eine Ausstellung gemacht zum Comic, über den wir gleich sprechen werden. Jetzt werden wir euch nochmal eben eine Vorstellung geben, wie diese Ausstellung hier aussieht. Können wir das mal eben abfahren, Eileen? So, jetzt wird ein Filmchen eingespielt. Ja. Und an einem Tag, wo schönes Wetter war, aber das ist heute eigentlich auch hier in München. Ja, also wir haben jetzt uns hier bemüht, die Key Moments des Comics hier im Foyer des Jüdischen Museums darzustellen, auszuwählen. Das ist, ja, es ist ein Appetizer, ein Teaser auf diesen hervorragenden Comic. Diese Ausstellung ist noch bis Ende August im Foyer des Jüdischen Museums zu sehen. Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um etwas Schleichwerbung zu machen. Unser Comic-Festival, das geht noch bis zum Sonntag jetzt weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr uns in der alten Kongresshalle besucht oder im Amerika-Haus unsere Marvel-Ausstellung anguckt oder im Institut Français unsere Ausstellung zum Thema Feminismus in Comic und Illustration. Ja, jetzt könntet ihr auch vielleicht wieder auf mich schalten. Ich glaube, das ist ein ungefährer Eindruck ist da. Und die GEMA-freie Musik könnte vielleicht auch dann langsam mal aufhören. Ja, ich möchte mich jetzt im Vorab, sowas vergisst man ja auch sehr, sehr oft. Ich möchte mich schon mal bei unseren Übersetzern bedanken. Ich möchte darauf hinweisen, sie verdienen ihren Lebensunterhalt nicht durch Übersetzung, aber sie sind der französischen Sprache vollmächtig. Camille Fresnay fast seit ihrer Geburt und der Philipp Horn, der arbeitet unter anderem als Besucherbetreuer hier im Jüdischen Museum. Ja, vielen Dank dafür. Es gibt noch ein paar technische Hinweise. Ich hoffe, dass ich die einigermaßen stolperfrei jetzt hier hinbekomme. Also es findet jetzt hier erstmal ein Gespräch statt. Das führe ich und das wird übersetzt und da wird das Kreativpersonal, das Kreativteam des Comics, wird dann antworten. Das wird so ungefähr 45 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist der Chat noch nicht eröffnet. Also da könnt ihr leider nur zuhören. Und danach werden wir den Chat dann freischalten. Und hierzu soll ich noch anmerken, dass die Kameras können, die Teilnehmenden können ihre Kameras ein- und ausschalten, indem sie auf das Kamerasymbol links in der unteren Bildleiste klicken. Das Mikrofon kann man dann auch anschalten. Dazu klickt man links in der unteren Bildleiste auf das Mikrofonsymbol. Und dann kann ein Chat stattfinden. Mittig in der unteren Bildleiste befindet sich eine Sprechblase. Das passt ja gut zum Thema. Und wenn man darauf klickt, öffnet sich in einem separaten Fenster der Chat. Dann besteht die Möglichkeit, eine Nachricht an alle zu schicken oder nur an einzelne Teilnehmer. Diese Auswahl erfolgt über das Dropdown-Menü oberhalb des Textfeldes. Wir schalten den Chat allerdings, wie anfangs erwähnt, dann erst zum Beginn der Fragerunde frei. Fragen können sehr gerne über den Chat gestellt werden, aber wie gesagt, erst am Ende. Ja, und jetzt möchte ich ganz gerne am Anfang, wir haben uns sehr gefreut, dass der Carlsen Verlag das möglich gemacht hat, eine kleine Grußbotschaft zu dieser Veranstaltung von Beate und Serge Klaasfeld zu produzieren. Da würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn die jetzt mal eingespielt wird. Ja. C'est bon. Merci, merci beaucoup pour ce merveilleux bande dessinée. C'est très joli pour nous et nous espérons d'avoir beaucoup de jeunes qui vont lire l'histoire de Serge Klaasfeld. Der Beate Klaasfeld bedankt sich bei Pascal Bresson und seit dem Texter des Comics, dem es gelang, ihre Lebensgeschichte ebenso lebendig wie präzise als Comic zu erzählen. Sie bedankt sich aber auch bei Sylvain d'Orange, bei dem Zeichner, dem es gelungen ist, ohne dass er sie schöner gemacht hat, sie zu einer Comicheldin nach seinen Vorstellungen zu machen, mit der sich dann auch die Leser des Comics identifizieren können. Ja, jetzt kommt's. Merci à Pascal Bresson et à Sylvain d'Orange qui ont transformé l'histoire en légende et qui ont fait de nous des héros de bande dessinée, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà. Au revoir. Au revoir. Serge Klaasfeld freute sich soeben, dass es Pascal Bresson, dem Autor, gelungen ist, nicht nur seine
Er freut sich darüber, dass Pascal Bresson nicht nur seine Lebensansichten teilt, sondern diese auch in Comicform vermittelt hat. Aus dem Trubel seines Lebens wählte er jene Episoden aus, die wohl am einprägsamsten bleiben werden. Beates Ohrfeige an den Ex-Nazi Kanzler Kiesinger, die Yacht nach Klaus Barbie bis hinein in die Anden und die Erfolge dabei, die Henker der Juden Europas vor Gericht zu stellen. In Sylvain fand Pascal den idealen Zeichner, das Leben der Glasfeld ebenso spannend wie authentisch in Szene setzte. So, das, und der Comic entstand ja tatsächlich in ziemlicher Zusammenarbeit, in direkter Zusammenarbeit nahezu mit Beate und Serge Glasfeld. Ja, und jetzt möchte ich das Gespräch mit den beiden ganz gerne beginnen und möchte nochmal anführen, dass mir der Comic ganz besonders gefallen hat. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Geschichte interessant ist, aber es liegt auch daran, wie ihr es erzählt habt. Das können wir vielleicht schon mal eben übersetzen. Ja, also soll ich von vorne an übersetzen, also was du alles gesagt hast? Oder nur also, bitte nicht die ganzen Sachen zum Videochat. Donc, on va commencer avec les questions, du coup. Einer a trouvé vraiment votre BD excellente, parce que l'histoire est racontée de manière très intéressante et très bien illustrée. So, das war ja noch nicht die Frage, das war doch mal eine kleine Bemerkung. Ja, genau. Und meine erste Frage ist jetzt eigentlich, also bei uns geht ja der Bekanntheitsgrad von Beate Glasfeld auch ein bisschen hin und her. Also habe ich später auch noch eine Frage, aber wie populär ist Beate Glasfeld in Frankreich? Et la première question, c'est de savoir quelle est la notoriété de Beate Glasfeld en France. Est-ce qu'elle est très connue ou pas? Oui, disons que on la connaissait beaucoup de soi des années 70 à fin 80 en France, notamment pour l'affaire Klaus Barbie, qui a été une grosse traque en France et un gros procès, évidemment, retentissant en France. Also ja, sie ist sehr bekannt. Insbesondere war sie sehr bekannt bis zu den 1980er Jahren, also zwischen 1960er und 1980er Jahren war sie sehr bekannt, insbesondere natürlich aufgrund des Prozesses gegen Klaus Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon, der in Frankreich in den 80er Jahren geführt worden ist und großes Aufsehen erregt hat in Frankreich. Ja, on connaît surtout le rôle d'avocat de Serge Glasfeld en France. Et c'est vrai que Béate, on sait qu'elle la soutient, mais toutes les petites histoires qu'on raconte dans la BD, toute la chasse, il y a beaucoup de gens qui la connaissaient pas, en fait, à vrai dire. C'est surtout dans les années, comme disait Pascal, dans les années 80. Also es ist so, dass man insbesondere in Frankreich heute Serge Glasfeld noch kennt. Und es ist ganz wichtig, dass man betont, dass Beate Glasfeld für eine gewisse Zeit sehr bekannt war, aber heute ihr Engagement, ihre Unterstützung für Serge Glasfeld, der als Anwalt sehr präsent war in Frankreich, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und dass manche, insbesondere diese Elemente der gemeinsamen Jagd auf Verbrecher des NS-Regimes, heute nicht mehr so bewusst ist, wie das in 1960er, 70er, 80er Jahren der Fall war. Da drängt sich juste pour la petite histoire, en France, souvent, enfin, quand je parle de la bande dessinée, qui ne l'ont pas lu et qui ne connaissent pas, ils pensent que Beate est juive, en fait, et pas, pas l'histoire allemande. Also, insbesondere jetzt für all diejenigen, die den Comic noch nicht gelesen haben, es ist häufig, wird geglaubt, dass Beate Glasfeld jüdisch auch ist. Und dieser Hintergrund der Auswanderung nach Frankreich, das ist wohl nicht so bekannt. Ja. Da drängt sich mir die Frage auf, also in Deutschland gab es ja noch in gewisser Weise ein kleines Comeback von Beate Glasfeld, als die 2012 für die Partei Die Linke als deutsche Bundespräsidentin kandidierte. Und ja, das führte auch dazu, dass man sich mit ihrer Geschichte wieder verstärkt auseinandersetzte. Aber in dem Comic finde ich das nun nicht. Hat man das in Frankreich nicht zur Kenntnis genommen? Oder was waren die Gründe, warum ihr diese Episode, oder hätte das den Rahmen des Comics gesprengt, warum ihr diese Episode ausgelassen habt?
Alors, en Allemagne, Beate Kölzl a fait un petit comeback en 2012, puisqu'elle s'est présentée à l'élection présidentielle, entre guillemets, pour devenir chancelière avec le parti Die Linke, donc la gauche. Et ça n'apparaît pas du tout dans votre bande dessinée. Donc, il voulait savoir pourquoi vous avez omis, entre guillemets, cet épisode. Non. Pour la petite histoire, on a un nombre de pages chez l'éditeur. Donc là, et oui. En fait, il fallait, pour le public français notamment, mettre en avant la partie connue du couple Klarsfeld. Donc, il a fallu que je fasse des choix. Et j'ai choisi ce qu'il y avait de plus connu dans le militantisme des 50 ans de Beate et Serge. Also es war so, dass es natürlich ursprünglich mal auch in einer Version einige Seiten zu der Thematik gab, aber dadurch, dass der Comic ursprünglich auch für eine französische Öffentlichkeit gedacht war, musste man einfach bestimmte Dinge auswählen, bestimmte Dinge kürzen und man hat sich dann dazu entschlossen, dass man, oder die beiden Autoren haben sich dazu entschlossen, sich einfach verstärkt auf dieses 50-jährige Engagement der beiden bei der Jagd von NS-Verbrechern zu konzentrieren und das einer französischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen und weniger auf diese politischen Implikationen drumherum. Ja. Et c'est aussi ce qu'ils souhaitaient, eux, j'ai l'impression, Pascal, tu me disais ça, hein, que c'était leur volonté, qu'on parle plutôt de ce qu'ils ont fait quand ils étaient en action qu'après. Oui, pardon. Non. Also es war, merci. Also es war wohl auch der Wunsch der beiden insbesondere, dass man sich darauf konzentriert, also dass es wirklich was offenbar eher Historisches ist und dass diese historische Zeit eher beleuchtet wird als ihre Zeit dann danach oder in der Gegenwart. Das kam bei mir bei der Lektüre natürlich auch so rüber, aber mich würde doch mal interessieren, was ist eigentlich der entscheidende Moment in der Biografie der beiden, der euch wirklich inspiriert hat dazu, dieses Thema anzupacken? Alors, du coup, Einar a lu la bande dessinée et du coup, il voulait savoir quelle la partie la plus importante, la plus importante de la vie de Serge et Beate Kölzl que vous avez voulu retranscrire dans la vie. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est la traque de Klaus Barbie qui a duré 12 années. C'est ce qu'on connaît le plus d'eux, notamment les années 70-80, des époux Klarsfeld. Après, évidemment, il y a nous, ça, ce qui nous concerne, c'est tout ce qui touche aux collaborateurs français comme Papon, Le Guay ou Touvier. Mais ça, ce sont des dossiers qu'on connaît. Mais ce qui m'a le plus touché, moi, c'est la traque de Klaus Barbie du début jusqu'à la fin. Also was die beiden insbesondere beschäftigt, oder was in dem Fall jetzt Herr Bresson meint und was ihm besonders wichtig war, war einfach, was ihn sehr interessiert hat, war die Jagd nach Klaus Barbie, die immerhin über ein Jahrzehnt gedauert hat, in den 70er und 80er Jahren. Und dass das was war, was er besonders nach vorne stellen wollte. Und dann natürlich auch noch, von zweiter Konsequenz, diese ganzen Fragen der französischen Kollaboration, mit wichtigen Vertretern. Papon war einer, wie hieß Papon mit Maurice Papon, die dann in den 90er Jahren diese Prozesse gegen französische Kollaborateure geführt worden sind und ebenfalls von den Klarsfelds initiiert worden sind. Also das war ein zweiter Fokus, den er bilden wollte. Und seid ihr dann mit eurer Idee direkt auf Serge und Beate zugegangen und wie haben die reagiert? Et est-ce que vous êtes allé avec cette idée directement voir Serge et Beate Klarsfeld et comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à ça? Alors, il y avait bien sûr leur mémoire qu'ils avaient écrit. Moi, en tant que passionné d'histoire, je connaissais bien sûr la traque puisque je l'avais suivie en tant qu'adolescent, puisqu'on est, ça a été très médiatisé en France. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, on n'a pas tout de suite parlé de Klaus Barbie. J'ai plus discuté de comment ils s'étaient rencontrés. Le Serge, comment il avait vécu l'arrestation de son papa à Nice en 43. C'était plus des questions comme ça. Klaus Barbie est venu sur le tard. Also zunächst war es so, dass er
über die Erinnerungen der beiden überhaupt auf dieses Thema gestoßen ist und sich ihnen angenähert hat, also die Erinnerungen, ihre Memoiren, die veröffentlicht worden sind, 2015, ein recht großes Buch. Und bei ihm war es so, bei Herrn Bresson war es einfach so, dass er schon als Jugendlicher mit der Thematik einfach bekannt war, dass er die beiden kannte, weil sie einfach unglaublich viel in französischen Medien unterwegs waren. Und er hat dann Kontakt mit ihnen aufgenommen und zunächst mal den Kontakt einfach gesucht zu ihnen. Und sie haben aber nicht gleich dann über die eigentlichen Themen gesprochen, über die der Comic gehen soll, beziehungsweise schon auch, aber erst mal darüber, wie sie sich getroffen haben und nicht gleich über die NS-Verbrecher und die Jagd auf diese, sondern zunächst, wie sich die beiden überhaupt getroffen haben, Serge und Beate Glasfeld. Und dann die Geschichte mit dem Vater von Serge Glasfeld und dessen Verhaftung durch das NS-Regime in den 40er Jahren. Also das sind Themen, über die man sich am Anfang, Medienthemen, über die man sich am Anfang aneinander so ein bisschen herangetastet hat. Aber ihr habt ja nun nicht ausschließlich euch auf die Biografie verlassen, sondern ihr habt tatsächlich, oder du, Pascal, du bist dann tatsächlich auf die zugegangen und hast noch etwas mehr erfahren wahrscheinlich, als in diesem Buch zu erfahren war. Und dadurch ist vielleicht der Comic auch noch etwas persönlicher, noch etwas näher dran an den beiden gewesen, ne? Donc, en fait, Pascal, tu t'es pas seulement reposé sur leur mémoire, les biographies que tu avais lues, en fait, tu as aussi beaucoup discuté avec eux et donc tu es devenu presque intime avec ce couple. Et du coup, c'est pour ça qu'on rentre si bien dans l'intimité de ce couple, dans la bande dessinée. Alors, oui, j'ai travaillé 6 mois avec Béat et Serge, à raison de 4 jours par mois, tous les jeudis, en fait. Mais j'avais quand même fait un travail en amont, c'est-à-dire que je connaissais très bien leur histoire parce que j'avais lu tout ce qui concernait leur vie. Et c'est vrai qu'avec leur mémoire, je suis rentré dans l'intimité. Et au bout de ces 6 mois, j'étais devenu aussi un intime. J'ai fait la connaissance de leur fils, de leur fille que j'ai vue une fois. Et puis après, il y avait plus leurs animaux. Et puis, il n'y avait vraiment plus de secrets, en fait. J'étais vraiment devenu un intime au bout de 6 mois. Et d'ailleurs, là, encore maintenant, on a des échanges intimes sur plein de choses, en fait. Also es ist so, dass die beiden sind natürlich in einem recht intensiven, oder die Personen, Serge und Berthe Glasfeld und Herr Bresson, einen sehr intensiven Austausch miteinander hatten. Also sie haben über 6 Monate zusammengearbeitet, 4 Tage jeden Monat, eigentlich jeden Donnerstag, meint er. Das ist natürlich schon so, dass man sich einfach unglaublich gut kennenlernt, dass er einen sehr tiefen Zugang zu ihren Erinnerungen bekommen hat. Und das ist natürlich aber auch so, weil er sich vorbereitet hatte, natürlich ganz besonders auf die beiden und sich mit ihrer Geschichte im Vorhinein vertraut gemacht hat, um da auch ernst genommen zu werden. Und er sagt, nach einer gewissen Zeit, nach diesen 6 Monaten, hatte er das Gefühl, dass er tatsächlich so eine Art von Vertrauter geworden ist, also sehr tief in dieser Intimität dieses Paares, in dieser Familie drin war. Er kannte die Kinder irgendwann, die Haustiere sogar, keinen Namen dann kennengelernt. Mhm. Es gab wenig Geheimnisse dann am Schluss, die man voreinander noch hatte. Wenn ich das richtig sehe, wird der Sylvain aber auch, war aber auch als Autor an der ganzen Sache beteiligt. Aber diese Vorbesprechungsphase, die hat ausschließlich der Pascal durchgeführt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Sylvain, est-ce que vous avez apparemment participé aussi à l'écriture de la bande dessinée, mais non? Non, j'ai un travail de... Enfin, le but, c'est de... Par rapport à ce que Pascal me donne, le scénario, moi j'essaye avec l'image de le rendre lisible. Et c'est un peu comme un réalisateur sur un film. Mais le scénario, c'est Pascal. Après, moi je regardais quand il y avait des petits textes en trop, que je trouvais que c'était trop long, des choses comme ça. Mais c'est... Et du coup, vous n'avez pas du tout participé aux conversations? Non, Pascal, pas du tout. Non. Also man muss sich die Zusammenarbeit zwischen den beiden, es ist so, dass Herr Dorange nicht an dem Schreibprozess beteiligt war, sondern man muss sich die Zusammenarbeit bei den beiden eher so vorstellen wie bei einem Film, in dem Herr Bresson der Drehbuchautor ist und Herr Dorange dann der Regisseur, der das Ganze, diesen Text und das Geschriebene sichtbar macht. Und das war, so lief ihre Zusammenarbeit auch. Trotzdem sehr eng, aber das sind so die wohl geteilte Aufgabenbereiche. Mon rôle, c'était d'être juste au niveau du temps, de l'histoire, et des périodes, que les habits soient les bons, que les architectures, si elles ont changé depuis, essayer d'être le plus juste. Donc, il y a un travail de recherche
mais c'est juste par rapport au scénario qui arrivait. Also für ihn war insbesondere wichtig, dass er halt visuelle Recherchearbeit eigentlich geleistet hat, also dass einfach alles richtig in der Zeit ästhetisch untergebracht ist, also dass die Kleidung stimmt, dass die Architektur stimmt, dass man einfach die Zeit, dass die Zeit sichtbar wird. Das war ihm sehr wichtig und dass es auch detailgenau und vor allem richtig sichtbar wird und nicht in irgendeiner Weise verfälscht. Okay, aber der Pascal hat das dann tatsächlich nur in Anführungsstrichen auf Papier geschrieben oder hat der Pascal auch Einfluss auf die Bildgestaltung genommen beim Comic, wie die Seiten aussehen, welche Szenen größer dargestellt werden und ähnliches? Also, das ist mein Meinung. Pascal, vous avez donc écrit le texte, mais est-ce que vous avez aussi une influence sur le dessin, en fait, sur comment devaient être présentées les images, la construction, en fait, graphique, l'aspect graphique? Non, du tout. Sylvain est un dessinateur professionnel. Il a su mener chaque page à sa manière. C'est toute la partie graphique, c'est Sylvain. J'ai pas eu à dire parce que tout était parfait. J'ai jamais rien eu à dire. Et Sylvain s'est vraiment investi dans le dessin, que ce soit à la recherche de la documentation, que ce soit au niveau des personnages, puisque il a fait tout un travail sur Béat et Serge, toute sa petite famille. Tout lui incombe. Moi, je me suis vraiment occupé que de la partie scénaristique, dialogue. C'est pas mal. Also er hat sich, Pascal Bresson hat sich fast ausschließlich auf den Text, auf die Dialoge konzentriert und die zu schreiben und hat bei der Ausgestaltung dessen, was er schreibt, dann Herrn Dorange die vollkommene Freiheit überlassen, weil er auch gesehen hat, dass sich der einfach unglaublich mit diesem Thema selbst beschäftigt und dass es ihm selbst sehr wichtig ist. Mhm. Und der hat eben, also wie die Zeichnungen exakt aussehen, da hat er ihm wohl sehr vertraut und weil er eben auch gesehen hat, dass er sehr akribisch recherchiert zu dieser Zeit und wie man diese Zeit am besten sichtbar machen kann. Das scheint er wohl auch gemerkt zu haben. Insbesondere in Bezug auf Serge und Beate Klaasfeld, die Herr Dorange offenbar sehr im Detail auch studiert hat, um sich dem ganzen Thema einfach mit dem Ernst und professionellen Ernst anzunähern. Aber es kam dann ja doch irgendwann der Moment, wo dann eben aus Beate und Serge Comicfiguren geworden sind. Wie haben die da so drauf reagiert, als sie sich dann als gezeichnete Ebenbilder gesehen haben? Alors, du coup, il voulait savoir comment Beate et Serge Klaasfeld ont réagi quand ils se sont vus eux-mêmes en tant que personnages de bande dessinée. Alors, c'est vrai qu'ils ont été surpris. Parce que Sylvain avait fait un nez pointu à Béate, je me souviens, il y avait le fils Arnaud qui était dans le bureau et Serge était mitigé. Donc il avait demandé à Arnaud si ça allait, si ses parents, le style de dessin correspondait. Et Arnaud Klaasfeld a regardé, il a dit c'est très bien. Et là Serge m'a regardé, m'a dit bah, c'est bon. Donc voilà, on a pu commencer. Also es war so, dass die beiden tatsächlich am Anfang überrascht waren, als sie sich selbst gesehen haben, weil sie sich wohl nicht gleich wiedererkannt haben in den Zeichnungen. Also insbesondere Serge hat gemerkt, dass seine Frau wohl eine sehr deutlich markantere Nase im Comic hat, als eigentlich der Fall ist, sehr hervorstechende Nase. Und hat dann seinen Sohn, als er den Comic zum ersten Mal gesehen hat, hat er seinen Sohn dann gefragt, okay, wie schaut's aus? Hast du das Gefühl, das passt? Und der Sohn der Klaasfeld, Arno Klaasfeld, meinte, ja, das ist vollkommen in Ordnung, das passt schon. Und in dem Moment meint es ja schon, wenn das passt, dann, wenn du das sagst, dann ist es, dann passt es, ist in Ordnung. Und so haben die quasi, sie waren offenbar schon überrascht am Anfang, als sie sich selbst gesehen haben. Mhm. Ja, der Sylvain hat sehr, sehr intensiv recherchiert. War der zu Recherchen auch in Deutschland zugange? Sylvain, vous avez beaucoup recherché pour faire vos dessins. Est-ce que vous êtes allé en Allemagne pour faire des recherches aussi au niveau graphique? Non, malheureusement, non, parce qu'en fait, dans la BD, on est très peu payé et l'éditeur ne paye pas les trajets, tout ça, les défraiements. Donc, on n'a pas trop le choix. C'est par rapport, on a une grosse beaucoup de livres et Internet aujourd'hui, c'est un miracle. Et du coup, bah, il faut arriver à
capter le bâtiment comme il est, et puis le dessiner de l'autre côté, quoi. Enfin, après, c'est un travail de dessin. Mais non, malheureusement. Bah, après, j'y suis déjà allé parce que j'ai vécu à Strasbourg 20 ans. Donc, quand même, je suis parti vers Berlin, vers Kiel, je me suis un peu baladé, quoi. Pays que j'adore, quoi. J'aime bien. Also nein, er ist für die Recherche tatsächlich nie nach Deutschland gereist. Er sagt, dass es einfach so ist, dass Comiczeichner ganz generell einfach unglaublich schlecht bezahlt sind und der Verleger diese Reisen nicht bezahlt hat. Das heißt, er kennt zwar Deutschland sehr gut, kannte Deutschland, weil er 20 Jahre in Straßburg gelebt hat und deshalb auch in Berlin war, überall in Deutschland. Nur jetzt für dieses Projekt ist er nicht nach Deutschland gereist. Was er macht, ist, um das auszugleichen, sagt er, dafür ist Internet einfach eine ganz wunderbare Möglichkeit. Mhm. Bücher natürlich auch, also er hat sehr theoretisches Wissen und eignet sich das, schaut sich dann Gebäude aus unterschiedlichen Ansichten an, hat wohl einfach unglaublich viel über Architektur auch gelesen und versucht sich so von dieser Design-Ebene den Ganzen sehr stark anzunähern. Aber tatsächlich in der Praxis dahin gereist für das Projekt nach Deutschland ist er nicht. Ja, hier hat der Comic ja sehr, sehr, sehr große Resonanz erfahren im Fernsehen, in jede Menge Presseberichten. Wie sah das in Frankreich aus? Wurde auch viel über euren Comic berichtet? Ist der ein Erfolg geworden? Alors ici, la comique, la bande dessinée a une grande résonance dans la presse, même à la télé. Est-ce qu'en France, ça a eu la même résonance? Un peu moins? Un peu moins, oui. Un peu moins. Il y a eu une télé. Ouais. Il y a eu quelques articles de presse. Disons que quand on fait des conférences ou des dédicaces, les gens sont présents. Mais c'est vrai que pour revenir à la couverture, si on avait dû faire Beat et Serge Klarsfeld, des chasseurs de nazis, ça aurait été beaucoup plus parlant. Parce qu'en fait, on les connaît beaucoup plus en tant que chasseurs de nazis. Alors que sur la couverture, c'est un combat contre l'oubli. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus littéraire, mais c'est moins percutant et on ne le connaît que sous l'étiquette des chasseurs de nazis. Also, er meint tatsächlich, meinen die beiden weniger als in Deutschland, also auch natürlich Resonanz. Es gab ein Fernsehinterview, es gab einige Artikel. Und es ist auch nicht so, dass keine Leute auftauchen würden, wenn sie Lesungen veranstalten. Mhm. Aber trotzdem meint Herr Bresson, wäre es schon so, dass wenn sie wahrscheinlich auf den Buchdeckel geschrieben hätten oder den Titel Serge und Beate Klarsfeld, die Nazijäger, dann wäre das natürlich als Eyecatcher deutlich, hätte wahrscheinlich deutlich mehr Resonanz erfahren. Aber der Titel ist eben ein Kampf gegen das Vergessen und somit ist es nicht ganz so auf die ist nicht ganz auf die Skandaltaste gedrückt worden und man hat die Resonanz ist verhältnismäßig eher bescheiden. Und hat man sich da bei euch abgestimmt, als der deutsche Titel eben die Nazijäger war? Oder habt ihr vielleicht sogar Impulse gegeben in die Richtung? Est-ce qu'on vous a consulté quand on vous a demandé le titre pour l'Allemagne ou est-ce que c'est vous qui avez donné, un petit peu influencé le titre allemand? Non. Nur ganz kurz, ich glaube, da ist vielleicht an der Übersetzung jetzt was schiefgegangen. Es ist so, dass der Titel im Deutschen eben nicht Serge und Beate, die Nazijäger ist, sondern eben ein Kampf gegen das Vergessen. Aber sie meinten eben, hätten sie es in Frankreich als ja, das Serge und Beate... Okay, gut, dann. Das war so verstanden. Ich wollte nur fragen, wie diese Umbenennung oder dieser etwas andere deutsche Titel, ob das in Abstimmung mit euch geschehen ist oder vielleicht sogar auf euren Impuls hin. Oui, donc du coup, il voulait vraiment savoir. Oui, ben, je l'explique pour les Français. Donc en France, la BD s'appelle Un combat contre l'oubli, et en allemand, le titre c'est Beate et Serge Klarsfeld, les chasseurs de nazis. Et donc du coup, il voulait savoir si pour le titre allemand, vous aviez une influence. Non, mais c'est le titre qu'on voulait donner, par contre. C'est en français, hein. C'est le titre qu'on voulait donner, mais voilà, l'éditeur a trouvé un côté plus littéraire et... Un peu trop direct. Oui. Après, juste, il n'y a pas trop de médias qui en parlent, mais tous les lycéens, il y a beaucoup de lycéens en France qui travaillent sur notre livre parce qu'ils travaillent sur la mémoire, sur l'histoire. Et du coup, il y a beaucoup de professeurs de collège ou de lycée qui prennent les livres pour travailler avec les jeunes en France. Donc, ça, c'est super.
Justement, là, j'interviens dans les collèges et lycées et on a travaillé pendant 2 jours sur le couple Clarcia, justement, les déportations, le devoir de mémoire et la transmission. Also es ist so, dass die beiden tatsächlich auch im Französischen jetzt den Titel die Nazi-Jäger ja bevorzugt hätten, aber der Verleger wohl anderer Meinung war, der wollte eher un combat contre l'oubli, also einen Kampf gegen das Vergessen. Es ist so, die beiden hätten aber die Nazi-Jäger ja bevorzugt, um das ein bisschen zu pushen, das Projekt. Sie sagen, dass das Ganze tatsächlich trotzdem recht stark in der Schule insbesondere verwendet wird. Also sie betonen beide den pädagogischen Aspekt, dass man, also dass sie auch, Herr Bresson meint, dass er auch durch Schulen, in Schulen Veranstaltungen durchführt, wo man einfach über mehrere Stunden dann diese ganzen Thematiken, die mit dem Comic zusammenhängen, zerstörte Glasfeld, Shoah, sehr intensiv behandelt. Also es ist wie so auch für Lehrer, wo so ein Handbuch bisschen für den Unterricht geworden in den letzten Monaten. Ja, wir haben hier auch zwei Mitarbeiterinnen des Carlsen Verlages haben wir noch im Publikum sitzen. Da werde ich nachher nochmal fragen. Da werden wir vielleicht nochmal versuchen, des Rätsels Lösung zu finden oder vielleicht einen kleinen Einblick, wie Bücher benannt werden. Das würde mich auch sehr interessieren. Aber ich würde zum Abschluss, bevor wir mit unserer Fragerunde beginnen, ganz gern noch etwas mehr über euch erfahren. Ist das die erste Zusammenarbeit von euch beiden? Aber ihr scheint einander ja auf alle Fälle zu schätzen als Autor und als Zeichner. Aber habt ihr vorher schon was gemeinsam gemacht? Donc là, einer hat juste dit qu'il y avait deux éditrices de Maison Carlsen qui étaient dans le public. Et donc, il les interrogerait plus tard pour savoir comment les titres il est choisi. Mais donc, il voulait d'abord savoir vous, comment vous avez collaboré. Est-ce que c'est votre première collaboration et comment vous avez un petit peu travaillé ensemble? Oui, tu veux. C'est notre première collaboration. À vrai dire, on ne se connaissait pas. Et Pascal a amené à l'éditeur le scénario. Moi, je l'ai lu et j'ai trouvé super la manière de découper, de développer. Et du coup, j'ai pas accepté, mais j'ai proposé une planche et que Pascal a validé, quoi. En tout cas, c'est comme ça pour l'intro. Peut-être je te laisse traduire. Also, die beiden kannten sich vorher tatsächlich überhaupt nicht. Es war eher so, dass der Verleger von Herrn Bresson auf Sylvain Dorange zugekommen ist und ihm diesen Text zugeschickt hat. Und Herr Dorange war komplett begeistert davon, das ist sehr, sehr interessant, hat nicht gleich zugesagt, aber angefangen, das Ganze so ein bisschen zusammenzuschneiden, einen kleinen ersten Entwurf dazu zu machen. Er war von vornherein in dem Moment recht begeistert. Das ist ihre erste Zusammenarbeit. Ja. Et après, du coup, il envoie le scénario écrit à l'éditeur. L'éditeur valide, m'envoie le scénario, je fais un storyboard, et le storyboard, on l'envoie à Beate Serge Klarsfeld, qui le valide. Hein? Je ne me trompe pas, Pascal, c'est comme ça? Non, c'est ça. Ouais. Also nachdem der Verleger das Buch, das Szenario abgesegnet hat, machen die beiden einen ersten Entwurf zusammen und dann erst den Entwurf, wenn es abgesegnet worden ist, an Serge und Beate Klarsfeld. Und dann wurde geschaut, wie die beiden dazu stehen und ob die ihre Zustimmung auch erteilen, so wie das Projekt aussehen wird. Okay. Aber eure Zusammenarbeit. On communique quand même aussi. Hein. C'est que si on a des questions, on s'appelle. Évidemment, c'est direct. Et Serge Klarsfeld, en fait, avait fait une relecture pointue quand même sur les textes, parce que c'est quand même leur vie. Et puis, il y avait les lieux, les dates. Et il a été très pointu sur la relecture du scénario. Also, Herr Dorange meint, dass die beiden natürlich, also Pascal Bresson und Sylvain Dorange, schon auch miteinander persönlich reden, also nicht nur über Verleger, sie reden natürlich schon auch persönlich miteinander. Und dann war es danach einfach so, dass Serge Klarsfeld schon sehr genau auf die historischen Details geschaut hat, auf die Daten etc. Also dabei, das war ihm wohl sehr wichtig. Also da hatten sie so ein Korrektiv in der Person von Herrn Klarsfeld ständig zugegen. Ja, dann lief die Zusammenarbeit anscheinend ja sehr zufriedenstellend, fast schon harmonisch. Und dürfen wir weitere gemeinsame Projekte von euch erwarten? Donc, le travail a semblé bien fonctionner, c'est très harmonieux. Donc, et il voulait savoir si vous avez d'autres collaborations qui sont prévues dans le futur. C'est pas prévu, mais c'est pas prévu, mais voilà, nous sommes ouverts tous les deux.
Also es ist noch nichts vorgesehen, aber beide wären grundsätzlich für eine Zusammenarbeit offen. Das zeigt sich dann. Aber ihr steckt wahrscheinlich schon in anderen Projekten beide drin. Darf man da vielleicht erfahren, was uns da erwarten kann? Mais vous avez sûrement chacun de votre côté d'autres projets. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus peut-être? On commence, Pascal. Eh bien, alors j'en ai plusieurs. Alors celui qui me tient le plus à cœur, alors j'ai une suite de Simone Veil, mais celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui que je suis en train de réaliser sur Viktor Frankl, qui était un psychiatre juif autrichien, qui a été l'un des premiers à qui on a demandé d'euthanasier les malades mentaux. Et lui s'est refusé et il s'est retrouvé dans les camps à Auschwitz avec toute sa famille. Sa famille a été décimée et lui s'est servi de son métier de psychiatre pour observer chaque déporté. Et il s'est rendu compte que les déportés les plus costauds, ceux qui mangeaient bien, partaient en premier, et les plus faibles, mais ceux qui se projetaient en se disant « quand je sortirai, je témoignerai », c'est eux qui vivaient. Et à partir de là, il en a tiré des conclusions en créant des écoles dans le monde entier qui s'appellent la logothérapie, qui veut dire « donner un sens à sa vie ». Okay, das sollten wir vielleicht erstmal eben übersetzen, sonst wird ja. Die Kamee da. Ja. Genau, also es ist so, dass er zwei Projekte gerade momentan hat. Einmal ein Nachfolgeband zu einem Comic, den er vorgeschrieben hat über Simone Veil, der ehemaligen französischen Gesundheitsministerin, die das Abtreibungsrecht durchgesetzt hat in Frankreich. Und dann ein Projekt, das ihm aber persönlich momentan einfach sehr am Herzen liegt, ist über einen Psychiater namens Viktor Frankl, einen jüdisch-österreichischen, wenn ich richtig verstanden habe, ja, genau. Psychiater, der einer der ersten war, von dem man verlangt hat, dass er Euthanasie durchführt während der NS-Zeit unter seinen Patienten. Er sich geweigert hat und dann selbst deportiert worden ist und im Konzentrationslager das wie so eine Art Feldstudie tatsächlich durchgeführt hat, als Häftling selbst und genau darauf geachtet hat, auf die einzelnen Häftlingstypen und für sich persönlich offenbar zum Schluss gekommen ist, dass diejenigen, die gut genährt waren und in die Lager gekommen sind, dass diejenigen waren, die relativ schnell gestorben sind, wohingegen diejenigen, die eine Art geistige Aufgabe darin gesehen haben, wieder rauszukommen und zu sagen, davon, ich komme hier raus und davon zeuge ich, dass diejenigen waren, auch die das überlebt haben, tendenziell. Also das ist, also er arbeitet zu diesem Psychiater eben, das ist so ein Projekt, das ihm sehr am Herzen liegt. Et j'oublie aussi, je fais aussi l'histoire de la colonie des 44 enfants à Isieux, ces enfants qui ont été déportés par Klaus Barbie et qui ont fini évidemment à Auschwitz. Und genau, und was er, ein weiteres Projekt ist, dass er auch in der Thematik der Shoah über die Kinder von Isieux schreibt, die ein Waisenhaus, das von Klaus Barbie, dem Chef der Gestapo in Lyon, deportiert worden ist. 44 Kinder, von denen nur einer, Non, ils ont tous été gazés, les 44 enfants. Okay. Also es sind alle Kinder sind dabei ums Leben gekommen bei dieser Deportation. Aber es geht eben um ein Waisenhaus, die Kinder von Isieux. Ja, das sind ja Comics, also die möchte ich schon gerne lesen und ich hoffe sehr stark, dass die es auch nach Deutschland schaffen. Und ja, merci. Und was macht der Sylvain gerade so? Wo sitzt der so dran? Ben, moi, je suis sur trois bandes dessinées. Là, j'en ai sorti une sur le réchauffement climatique pour les enfants. Et j'en ai trois autres, donc je suis en train de faire. Il y en a une, c'est de la fiction qui va sortir plus tard, voilà, qui s'appelle Mega Bullfrit. À traduire, ça peut être facile. Et autrement, je fais deux biopics, enfin un biopic sur Gisèle Halimi, qui était une avocate tunisienne, et en fait, c'est sur sa jeunesse dans les années 30 à Tunis. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas elle est venue en France quand elle avait 18 ans et elle a lutté toute sa vie pour le sexisme et enfin contre le sexisme plutôt et contre le racisme. Elle est juive en Tunis en 1930, un peu avant la guerre, pendant la colonie française, et c'était très dur pour elle dans un milieu patriarcal. Voilà, peut-être je parlerai de l'autre après. Also er hat
drei Projekte gerade momentan. Eins, das hat er jetzt gerade rausgebracht, das ist der, das ist ein Buch über den Klimawandel für Kinder. Dann das zweite ist, das ist was, was ihm besonders am Herzen liegt jetzt, ist über Gisèle Halimi. Das ist eine tunesischstämmige Französin mit jüdischen Wurzeln, die, die nach Frankreich gekommen ist und als in Frankreich insbesondere als Menschenrechtsaktivistin und Anwältin bekannt ist, den Kampf für Feminismus geführt hat. Und dieser Comic, den er gerade behandelt, oder dieses Projekt von ihm, das geht über die Jugend dieser Menschenrechtsaktivisten, dieser Anwältin in den 1930er Jahren. Und das waren die beiden Projekte. Il y a un troisième, vous avez dit. Oui, alors, ben, je ne l'ai pas dit encore. Ouais. C'est sur une prison, en fait. Enfin, j'ai une amie avocate dans le Sud qui est avocate pour les prisonniers et qui perd tous ses procès et qui en a ras-le-bol. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'injustices. Bon, on ne dit pas que les prisonniers, c'est des gentils garçons, mais en tout cas, une fois qu'ils sont à l'intérieur de la prison, il faudrait qu'ils soient défendus normalement, quoi. Du coup, on va parler avec un ami scénariste. On va raconter ce qui se passe dans les prisons et ce qui leur arrive, quoi. Donc, c'est que des histoires vraies racontées. Also, das letzte Projekt ist über einen Freund, der ist Anwalt für Gefangene in französischen Gefängnissen im Süden von Frankreich. Und der sagt, der Freund, der hat die Nase voll davon, dass die Leute, dass die Gefangenen, sobald sie im Gefängnis sind, nicht mehr wirklich, dass man nicht mehr wirklich auf ihre Verteidigung achtet, sondern sagt, okay, jetzt sind sie drin, jetzt ist es wurscht. Und der, diese Thematik einfach, wie man sich mit denen, wie die ihre Rechte trotzdem wahrnehmen möchten, darum geht das letzte Projekt, an dem er gerade arbeitet. Er arbeitet er bei seinen Projekten auch wieder mit einem Szenaristen zusammen oder ist er da teilweise auch selbst der Autor? Sylvain, est-ce que vous travaillez avec un scénariste là, ou est-ce que vous êtes tout seul sur ce projet? Alors sur non, j'ai un scénariste. En fait, on est sur la fiction. On est co-auteur avec mon ami. Et du coup, on dessine avec à deux et on écrit à deux. Donc ça, c'est le projet de fiction. Et du coup, sur Gisèle Halimi, je suis tout seul en dessin, mais je suis avec une scénariste. Et sur la prison, je suis avec un scénariste et on dessine avec mon ami. On est deux à dessiner, encore une fois. C'est un duo de dessinateurs. Non. Also, er ist für das erste genannte Projekt ist er mit einem Co-Autoren, also einem Co-Autoren an der Seite, dann sein Projekt über die französisch-tunesische Menschenrechtsaktivistin, da hat er einen Szenaristen schon. Und bei dem letzten Projekt, da wird es so sein, dass er jemanden hat, der den Text schreibt und gleichzeitig mit ihm aufzeichnet. Also dass da so ein bisschen die Aufgabe hat. Mais différemment de avec Pascal, là je travaille sur Gisèle Halimi avec une historienne et qui n'est pas scénariste à la base. Et du coup, je retravaille beaucoup l'écriture. Donc là, ils m'ont pris pour justement vraiment recréer des scènes, à rajouter du texte. Enfin, je suis presque co-auteur dessus. Je ne pense pas que ça sera sur le livre. Mais... Ouais. Also bei dem Projekt über Gisèle Halimi, die französische Menschenrechtsaktivistin, da ist es so, dass er mit einer Historikerin zusammenarbeitet und dass er da durchaus auch in den Schreibprozess mit eingebunden ist. Also er arbeitet, er ist unglaublich viel von der wissenschaftlichen Seite, er ist sehr gut abgedeckt eben mit dieser Unterstützung der Historikerin, aber er ist eben sehr involviert wohl auch in den Schreibprozess selbst. Ja, bis hierhin möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für die interessanten Einblicke in die Entstehung des Comics und auch zu euren weiteren Projekten, auf die ich sehr gespannt bin. Und ja, gut, kannst du mal eben übersetzen, Camille? Donc, ich voulais remercier pour cette aperçu de votre travail pour la bande dessinée Beate et Serge Parcel et puis vos projets à venir. Merci pour votre accueil. Ah, merci vraiment pour tout. On a été, enfin déjà encore, on est très fiers. Et encore ce soir, je pense, ça m'a fait plaisir de voir Beate et Serge Klarsfeld. Et mes pensées vont vraiment pour eux.
On regrette de ne pas venir, de ne pas être là. Also Sie sind natürlich sehr geehrt, Sie freuen sich unglaublich, heute Abend hier gewesen zu sein und dachten beide noch, als Serge und Beate Klaasfeld der Einspieler war, haben Sie sehr an Sie gedacht und Sie sind auch sehr traurig, dass Sie tatsächlich eben nicht persönlich in München sein können.